Ja, willkommen hier im Engadin, einem der schönsten Ecken der Schweiz, einem Tal im Kanton Graubünden. Und eine Frage ist auch häufiger hier eingetrudelt zu den neuen iPads. Ja, ich war ja am iPad-Event und sind ganz, ganz viele Fragen gekommen. Ich habe schon ein Video geplant, wo wir dann noch alle letzten Fragen beantworten. Wir haben schon einen Livestream gemacht mit ganz vielen Live-Fragen. Ich habe auch schon die Frage beantwortet, wie es mit dem Zubehör ist, welches jetzt mit welchem funktioniert. Und ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe es immerhin versucht. Ich mache dann sicher mal wieder eins, wenn wir es in Ruhe getestet haben. Die neue Review der neuen iPads, die kommt auch irgendwann, aber da müssen wir noch gucken. Aber unbedingt Abo abschließen, dass ihr die dann nicht verpasst. Aber eine Frage ist auch sehr, sehr häufig gekommen. Nein, nicht, oh, da kommt ein Helikopter angedüst. Nicht meiner, nein. So weit ist es noch nicht. Aber hier hinten in Samaden ist ein Privatflughafen. Da fliegen jeweils die reichen Leute mit ihren Privatflugzeugen nach St. Moritz. Aber das sind nicht wir. Wir sind mit dem Zug, mit der Eisenbahn hierher gekommen. Nein, eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt, ist, ja, und Raphael, jetzt hast du ja diese iPad schon gesehen am Event. Du hattest sie offensichtlich in der Hand. Welches hast du dir denn jetzt gekauft? Da habe ich im Livestream habe ich noch gesagt, ja, erstmal Tests abwarten und dann kaufen. Das ist ja jeweils meine Philosophie. Erstmal in aller Ruhe gucken, was bewährt sich, was ist gut und dann Geld ausgeben. Das empfehle ich auch allen. Viele Leute fragen mich jetzt, ja, welches soll ich jetzt kaufen? Sage ich immer, wartet doch die Tests ab und kauft dann, weil wer zu früh kauft, ist möglicherweise dann unzufrieden und denkt, hätte ich das doch gewusst. Und darum erstmal Tests abwarten und dann kaufen, ist meine Philosophie. Hier übrigens ein bisschen windig, aber ich hoffe, das Mikrofon hier schafft das problemlos. In der Holländer Heide hat es ja auch keine Probleme gemacht. Also ich bin optimistisch. Ihr seht, ich habe auch keine Kopfhörer drin. Ich weiß nicht, was ich hier genau aufnehme. Weil ich diese Videos ja nur so schnell zwischendurch mal aufnehme, kann ich hier nicht ein großes Studio aufbauen da und Lichter und alles. Nein, welches iPad habe ich mir denn nun gekauft? Und da habe ich immer gesagt, ja, ich warte mal und jetzt habe ich doch nicht gewartet, weil ich habe ein bisschen Torschlusspanik bekommen. Ja, nein, nicht Torschusspanik, Torschlusspanik heißt es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Machen viele Leute falsch, ich jetzt auch gerade wieder. Torschlusspanik habe ich bekommen und weil ich gesehen habe, die Modelle mit mattem Glas, die rücken in den Verkaufszeiten immer weiter nach hinten. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber vielleicht will ich dann doch nicht warten. Ach komm, ach, ja, und dann, gestern Abend war ich auf Amazon und habe dann durchgeklickt. Erst großes Modell, silbriges Modell, dann den üblichen Speicher, 1 Terabyte. Ja, ich brauche 1 Terabyte Speicher und dann natürlich auch noch Cellular, weil ich bin ja unterwegs. Und eben mattes Glas habe ich auch genommen. Ja, es ist nicht das Maxed-Out-Modell, da hätte ich noch 2 Terabyte nehmen müssen. Das wäre zwar unglaublich praktisch gewesen, aber auch unglaublich teuer und ich hätte auch ein bisschen Skrupel gehabt, so ein teures iPad zu kaufen. Es ist jetzt schon ein sehr, sehr teures iPad. Ganz, ganz viele werden hier in den Kommentaren schreiben, wie kann man so blöd sein und sich so ein teures Ding kaufen, was nichts kann. Kauf dir doch ein MacBook Air, das kann mehr. Die Diskussion machen wir hier gar nicht auf. Manche Leute mögen nun mal das iPad, andere Leute mögen das MacBook, andere Leute mögen Windows. Ich mag das iPad und ich mag mit dem iPad arbeiten und da gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus, wenn ich halt Sachen habe, die ich vermutlich nützlich finde. Und was ich eben vermutlich nützlich finde, ist das Immer-An-Display. Was für ein Quatsch, das kommt ja erst vielleicht an der WWDC, aber ich habe gerade vorhin noch einen Artikel dazu gelesen. Darum bin ich dann auch geistig so ein bisschen im Immer-An-Modus. Nein, natürlich das Matte-Display. Ja, das Matte-Display habe ich noch genommen und das gibt es nur ab 1 Terabyte. Aber ich brauche sowieso ein Modell mit 1 Terabyte, ist gar keine Diskussion. Nicht mal zwingend wegen den 16 GB RAM, sondern weil ich ja die Videos, ja dieses hier werde ich auch wieder auf dem iPad schneiden, da brauche ich einfach viel Speicher und Arbeitsspeicher und darum nehme ich immer das große Modell. Darum ist es hier das silbrige 1 Terabyte 13 Zoll, das habe ich noch nicht gesagt, 13 Zoll habe ich genommen. Ja, weil es so dünn und leicht war, sowieso das 13 Zoll und ich bin inzwischen auch viel, viel mehr zum 13 Zoll Fan geworden. Ich habe ja mal ein Video gemacht, die schwierigste Frage im Apple-Kosmos, 11 Zoll oder 13 Zoll iPad Pro. Inzwischen bin ich wirklich zum 13 Zoll Fan geworden, jetzt wo es nochmal dünner und leichter ist, sowieso, also ja, das 13er ist es geworden. Das hätte ich anfangs noch sagen müssen, aber weil diese Videos hier ja nicht geskriptet sind und das für mich so logisch war, dass ich dieses Mal das 13er will, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Was ja auch immer fürs 13er spricht, ist das Seitenverhältnis. Ich mag 4:3 lieber als das 3:2, was das 11er ist. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr ja das gucken, um in die Details zu gehen. Aber wenn man gerne
surft, arbeitet, finde ich 4:3 besser. Wenn man viel Filme schaut, ist 3:2 ein bisschen besser, aber dann hätte man gerne 16:10 natürlich. Machen wir auch mal noch ein Video dazu. Memo an mich. Nein, das ist das iPad, was ich mir jetzt vorbestellt habe. Ich hoffe, es kommt halbwegs zeitgemäß und pünktlich. Momentan ist, glaube ich, angesagt, am 15. gehen sie die von Apple raus, das von Amazon sollte am 16. kommen. Also ich hoffe mal, das klappt. Hätte ich es bei Apple gekauft, wäre es schon viel, viel später gekommen. Also mit dem Grund, warum ich es bei Amazon gekauft habe. Aber schauen wir mal. So, falls ihr noch Fragen habt, ungeniert unten rein kommentieren und auch unbedingt unten rein kommentieren, falls ihr schon welche gekauft und vorbestellt habt. Weil da bin ich ja sehr gespannt, was es bei euch geworden ist. Habt ihr schon vorbestellt oder macht ihr es, wie ich es eigentlich empfohlen habe, warten, bis die Reviews da sind und dann entscheiden. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr nicht Raphael ein viel zu teures gekauft, er hätte ein MacBook Air kaufen können, Daumen nach unten. Falls ihr weitere Videos, insbesondere dann die Reviews sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.